wir gönnen uns mal. Ich darf dieses Wort hier nicht aussprechen, Leute. Sagen wir anders, der Asiate hat einen Song über Vaginas gemacht. Der Asiate mit Vagina, los geht's. Beat ist von Neo, okay. Ich hab das jetzt gecheckt mit den Shirts, Alter. Ich hab dir jetzt einfach eins mitgebracht, Mann. Leck mich. Das wird dir schon passen, Alter. Ich will jetzt nach Berlin, Alter. Ramler Straße, Alter. So wirklich, so eine Scheiße. Hey. Hey, 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 Oscar, ja, Mann! Er ist unser süßer Robbie mit am Start. Und bei dir, JMC und so, läuft und so, oder? Fette Runden. Fette Runden. Ja. Das haben sie sich so ein bisschen daran bedient, ne, was Drop immer macht mit diesen kleinen Filmchen am Anfang. Ja, ich weiß. Nee, ich hab neue Runde. Ach, da, wo ich auch mitmache, war? Ja, das, ja, auf jeden Fall. Willst du hören, oder? Hast du dabei? Ja, hab ich dabei. Ja, gib her, Alter. Komm, gib her, komm. Ja. Anmachen. So richtig versinnbildlichen, Alter. Los, checkt ihr? Ich habe jetzt auf Play gedrückt. Für uns ist es immer wichtig, den Slang zu sprechen. Ja, ich sag mal, Kessebiene, flotter Backfisch, das war so meine Zeit. So war das in meiner Jugend. Und wir sind sehr stolz. Ah ja, stimmt. Das hat Julian ja erzählt, ne, dass er da irgendwas rausgecuttet hat. So Sie auf eine hochinteressante wissenschaftliche Studie hinweisen zu können. Nach einer Schelle in dein Fickgesicht fliegst du Bitch aufs Maul, wie das Kind vom Wickeltisch. Mich battle, Junge, gibt es nicht, weil allein der Beat von Neo anliegt, dir Huren so die Rippen bricht. Ja, aber cool gemacht, diese Transition zu Neo ist ganz geil. Sind ja auch die gleichen Jungs, Dynamic Production, die haben damals auch die Runde gegen Ente für mich gedreht. Sehr sympathische Menschen. Nach einer Schelle in dein Fickgesicht fliegst du Bitch aufs Maul, wie das Kind vom Wickeltisch. Mich battle, Junge, gibt es nicht, weil allein der Beat von Neo anliegt, dir Huren so die Rippen bricht. Deine Punches waren nie hart, ich bin gekommen, um euch zu killen. Der Asiat ist da, Junge, nach einem Schlag hängst du fort an den Tropfen, brauchst einen Kardiograf. Wenn du mich frontest, schneide ich dich in. Aber es ist ungewohnt, den Asiaten mal so ernsthaft battlen zu hören. Da macht er sonst immer die sehr extreme, ironische Schiene. Hier nicht in dem Ausmaß. Mal gucken. Junge, nach einem Schlag hängst du vor Zahnen, Tropfen brauchst einen Kardiograf. Wenn du mich frontest, schneide ich dich in Pizzascheiben. Bei meinen Gegnern sehe ich rot, die Toonies Dislike balken. Doch, ich schmeiß dir. Stimmt, alter Toonie, den gab's ja damals auch noch, ne? Erinnert ihr euch noch an Toonie? Wisst ihr, dass der mich mal boxen wollte? Der Toni wollte mich hauen. Aber der wollte jeden mal hauen, glaube ich, oder? Damit kann man sich nicht wirklich brüsten, ne? Der wollte jeden hauen. Ja, aber mich wollte er auch mal hauen. Das schneide ich dich in Pizzascheiben. Bei meinen Gegnern sehe ich rot, die Toonies Dislike balken. Doch, ich schmeiß dir so lang Reis an den Kopf, bis du hirntot bist wie ein Signing vom Block. Ja, aber man muss wirklich sagen, ne? Der Asiate hat wirklich Connections, ne? Der hat, glaube ich, auch schon was mit Freakshow, mit Dan. Mit Mach hat er, glaube ich, auch schon Sachen gemacht. Ne? Die Hirntod-Leute kennt der. Der hat echt Connections, Alter. In alle Richtungen ist der vernetzt. Hey, was machst du hier? Verarschen? Alter, was machst du hier? Verarschen? Was ist los mit dir? Was machst du hier? Ich glaube, die haben den Dreh ein bisschen zu ernst genommen, Digga. Was ist denn da los? Ja, aber ey, wenn der auf mich zurennen würde, dann würde ich auch, glaube ich, einen schnelleren Schritt laufen. Ja, mach One Dan, beste Zeit, Mann. Ist immer noch eines meiner Lieblingsalben, damals Freakshow. Was los mit dir? Was machst du hier? Block und er hier ist schwarz, oder? Der folgt mir auf Twitter. Ja! Grüße gehen raus, Brudi. Ist das cool oder was? Und jetzt willst du mit Maske groß werden. Doch auf deinen Konzerten sieht man deine Fans mit Brot werfen. Sorry, ey, jetzt muss die kleine Ho sterben. Nach einem Fick mit mir leidest du Bitch oder Phantomschmerzen. Herzlich willkommen in Asien. Halt deine Fresse und schieb keinen Atem durch. Unsere Kids hat dein Schuh einen Haken. Du wirst niemals verstehen, was wir sagen. Langsam gehen die Ideen aus. Du bist eine Fotze. Ah, okay, jetzt kommt erst die Hook. Ich dachte, die wäre schon gewesen irgendwie, weil dieses Fotzen-Sample, Vagina-Sample, sorry, Twitch, schon mal drin war. Aber gut, gehen wir nochmal neu rein. Halt deine Fresse und schieb keinen Atem durch. Unsere Kids hat dein Schuh einen Haken. Du wirst niemals verstehen, was wir sagen. Langsam gehen die Ideen aus. Du bist eine Fotze. Du bist eine Fotze. Dein Niveau haben wir nicht drauf. Du bist deine Fotze. Du bist deine Fotze. Also boxe mein Stäbchen aus. Du bist deine Fotze. Du bist deine Fotze. Ohne Reis
Fresse, Hurensohn. Seine Hurensohn. Ja, irgendwie ganz unterhaltsam, die Hook so. Lines, ja, ungewohnt ernst gerappt, Alter, vom Asiaten. Ist bis jetzt für mich so ein, ja, Dreier-Vierer-Kandidat. Ich find's ganz unterhaltsam, ist ganz, ganz cool gemacht, ganz cool gerappt, aber irgendwie nichts, was mich jetzt umhaut. Aber wir gehen mal weiter rein. Du bist ein Fotze, du bist ein Fotze. Also packst du mein Stäbchen aus. Du bist ein Fotze, du bist ein Fotze. Ohne Reisungen gehst du da. Mann! Du bist ein Fotze, Hurensohn. Mist, ich hab's verpasst! Ne, das lass ich nicht auf mir sitzen. Fotze, ohne Reisungen gehst du da. Fotze, Hurensohn. Ja! Rapper drohen mir übers Netz. Sie wollen reden wie Männer. Beleidigen mein Volk so, als wären sie Gegenausländer. Ein Wort über meine Frau und ich zerrate dich, Penner. In meiner Fam gibt's mehr Schnitzer als im Playboy-Kalender. Bevor du. Okay, hätte ich den Song vorher gehört, hätte ich gewusst, dass da so allergisch auf den Pimmeltrack reagiert wird. Gibt's mehr Schnitzer als im Playboy-Kalender. Bevor du mich fickst, werde ich von Lines überwältigt. Apo Rap macht guten Rap und über Nacht deine Welt. Bevor du mich fickst, werden die Leute mich Party nennen. Oder ich. Ey, was hat der da alles für Leute drin? Den kenne ich auch. Ich weiß den Namen leider nicht, aber den kennt man einfach in Berlin. Ich weiß auch nicht warum. Werden die Leute mich Party nennen. Oder ich schwänge ein Mädchen in der Umkleide bei H&M. Die meisten Kids wären gern mit mir cool, denn ich bring Unterhaltung pur wie ein Flair-Interview. So. Stimmt, DVO. Ja. Flair-Interview. So true. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Frag mal Roos, denn keiner unter 30 kauft die Juice. Hand zum Gruß. Deine Leute kennen den Asiaten. Meine Fans sind Soldaten, die nur auf Befehle warten. Kleine Psychopathen, die blind gehorchen wie im Dritten Reich. Und alles für den Reichskanzler tun, für eine Schüssel Reis. Herzlich willkommen in Asien. Halt deine Fresse und schieb keinen harten durch. Unsere Kids hat dein Schuh einen Haken. Du wirst niemals verstehen, was wir sagen. Langsam gehen die Ideen aus. Du bist ein Fotze, du bist eine Fotze. Kein Mikro, aber mir nicht drauf. Du bist ein Fotze, du bist eine Fotze. Ich mag die Hook, Digga. Ich mag den Vibe vom Song irgendwie. Also patsche meine Stäbchen aus. Du bist ein Fotze, du bist ein Fotze. Ohne Reis, Junge, gehst du da. Die Frage ist, ist das Kunst, Kultur oder ist das einfach übler Trash? Und wie konnte es passieren, dass aus diesem Be tight, Junge, Gruß geht raus. Zum Trash plötzlich etwas wird, von dem man sagt, das ist ja wirklich allgemeines Kulturgut. Abfall. Dreckiger Bastard. Also patsche mal die Stäbchen aus. Pädophile. Ohne Reis, Junge, gehst du da. Fotze. Ja. Oh, Digga. Krass, Alter. Haust ja richtig auf die Kacke und Digga, so. Digga, normal, Bruder. Ich hab's gefühlt, Mann. Dankeschön. Weißt du, ich denke so, der Julian, ne, der könnte ein bisschen verärgert sein, ne? Darüber, so ein bisschen. Warum? Ne? So, warum? Digga, Mann, Alter. Was ich sag ja nichts Schlimmes. Ja, aber Digga, das ist doch ein bisschen respektlos und so. Warum? Respektlos, Digga. Ja, mach dir mal, was soll das denn, Digga? Du bist verbannt für immer jetzt vom JMC-Kanal. Hast du nichts draus gelernt, oder was? Mann, du kannst doch nicht so mit Julian das machen und so. Ja, aber ich mache ja jetzt nichts Schlimmes und ich brauche ihn dann nicht. Wofür brauche ich ihn? Der ist danach rausgeflogen, safe. Nee, hey, du brauchst ihn nicht? Digga, wofür? Julian ist cooler Typ, aber ey, Digga, scheiß auf ihn. Mutig! Scheiße. Du scheißt auf ihn? Bruder, ich lutsch keinen Schwanz mehr. Ich hab Hype, Bruder. Ja, ah, das ist aber unterhaltsam, wie einer lacht, Digga. Nice, Junge. Bruder, ich lutsch keinen Schwanz mehr. Ich hab Hype, Bruder. Er ist irgendwie sympathisch, Digga. Ja, und erzähl mal, was machst du heute Abend noch so? Ich gehe auf eine YouTube-Party mit Fortune. Ah, cool. Geil. Ja, kann ich dich was fragen, Digga? Ja, klar. Digga. Digga, das oder das? Okay, Leute, wie viele Reisbällchen vergebt ihr? Ich sage da mal 4. Ich fand das echt nice. Ich fand, das war irgendwie sehr rund. Es war sehr rund, das hat mich irgendwie unterhalten. Das Video war cool, viele coole Gesichter, die man kennt. Gefüllt mit coolen Zwischenszenen. Cooles Intro, cooles Outro. Hook war sehr nice. Parts fand ich noch mit das Schwächste sozusagen. Ich fand es zwar cool, dass er ernste gerappt hat, aber es war ein bisschen drucklos. Aber ich glaube, das liegt ein bisschen an seiner Stimme. Ich weiß gar nicht, ob er das kann, so ob man ihn mal so richtig mit Power gehört hat. Lines waren stabil, so, aber auch nichts, was mich jetzt so umgehauen hat. Das hat für mich so für eine 5 gefehlt. Weiter geht's. Grin, chill, mein Süßer. Zeig uns, was du kannst. Fickfinger, ja? Fickfinger, alles klar. Zeig uns deinen Fickfinger, Junge.
dem Beat sogar. Crazy. Mein Bruder Green ist weiterhin am Start, nur nicht eben hier auf diesem peinlichen Format. Fick die Leute, die sagen, Grinch, was willst du hier? Ihr werdet schon noch sehen, ich rette das Turnier. Wacke Lines sind bei den ganzen Schlampen normal, weil die meisten Müll abwinden wie die Flanken von Lahm. Julian Heich, drück meinen Schwanz rein. Ah, lull, Digga. Müller finden. Lull, Diggi. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet gewesen, dass der jetzt so eine Lines um die Ecke Denklines bringt. Das ist irgendwie voll untypisch für Greenie Boy. Wacke Lines sind bei den ganzen Schlampen normal, weil die meisten Müll abwinden wie die Flanken von Lahm. Julian Heich, drück meinen Schwanz rein in deine Fresse und bring dir Geschmack bei. Ich kenn dein Geheimnis. Auch eine nette Line, Digi. Gefunden im MC vor. Psst. Bring dir Geschmack bei. Ich kenn dein Geheimnis, hab dem Videobeweis. Du hast Sex mit Mika, ich ruf den Tierschutzverein. Wie es ja oh, da kommt Bushido-Erinnerung hoch, Alter. Mika, ich ruf den Tierschutzverein. Mir ist ja egal, wessen Arsch du gemumst. Doch Green hat dein Herz für Tiere und bat mich darum. Auf die Frage, welche Bitch du gern lecken willst, sagst du Namika, jedoch nicht die Rapperin. Falls wir uns mal im wirklichen Leben begegnen, muss ich mich erst zwingen, dann hier nicht aus einem Schädel so treten. Ich lande Wirkungstreffer, bring Punches, die Sitze. Wie beim Kirchturm der Veteran an der Spitze. Ich mache mit, um euch Lampen zu ficken. Bester Mann dieser Cringe. Okay, bevor es in die Hook geht, ungewohnt guter Text so. Also sonst ist Greenie für mich eigentlich eher immer so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Art, klingt halt nice, ne? Aber hier sind auch mal coole Lines dabei und das ist natürlich wieder viel mehr mein Ding. Es klingt nice. Und geile Lines, Digga. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich Bock drauf. Oh, wer war das nochmal? JMA, oder? Da hab ich Bock. Ja, wisst schon. Let's go. Bester Mann dieser Cringe. Onkel Green war zu nett zu euch Kleinkindern. Ich will euch nicht nur, ich zerfetze euch mit einem Schwinger. Weil meine Kraft ist wie vom Rad übersteigt. Deshalb punchst du dir meine Level Lock zu reichen. Denn ich erlaufe, ich bin Gott MC. Wenn ich Gott dann geh. Ich drück mein Schwanz in euch rein, euer Loch tut weh. JMC, ein Format. Ja, nice Hook. Nice Hook. Für mich jetzt nicht unbedingt die stärkste Grinch Hook oder Green Hook, die ich kenne, aber die ist nice. Wir gehen weiter rein und ich bin gespannt, ja, jetzt gerade auf die Parts, Digga. JMC, ein Format empfohlen vom Pisskindern. Grinch Hill mittendrin mit erhobenem Fickfinger. Der ist für die Horden von Nichtskönnern. Grinch Hill, der Deutschrap-Joker, sticht immer. Johnny Dixon, du halbwüchsiger Spacken. Dein Quali-Song wäre maximal als Albumtitel passen. Ein Punch gegen dich. Wieso als Albumtitel? Wie hieß das nochmal? Was war da los? Ach, beschissene Songs. Okay, danke euch. Danke euch, damit habt ihr mich schon wieder hier. Direkt hat's direkt Klick gemacht. Du halbwüchsiger Spacken, dein Quali-Song wäre maximal als Albumtitel passen. Ein Punch gegen dich und du Hurensohn verreckst. Du bist kein Beatsegler, maximal ein Ruderboot mit Leck. Fick dich mit diesem. Ey, Digga, was ist denn mit Grinchy los, Junge? Voll ungewohnt für mich, aber voll nice. Ich wusste gar nicht, dass der so gute Punchlines schreiben kann. Das war für mich nie eine Stärke von ihm. Aber ich habe mich mit Grinch auch nie beschäftigt. So, ich kenne Green. Nice, Digga. Nice Lines. Bist du mal ein Ruderboot mit Leck? Fick dich! Mit diesem Flow willst du der Überking sein. Lutsch dein Mädel meinen Schwanz. Denkst du an brüderlich teilen? Ein Battle ist wie Game of Thrones. Kein Comedy wie Saufbar. Man muss nicht fürchten, dass Johnny wieder aufwacht. Green ist gerade Bäume. Boah, Digga, das hab ich nicht kapiert. Was? Irgendwas mit Game of Thrones? Denkst du an brüderlich teilen? Ein Battle ist wie Game of Thrones. Kein Comedy wie Saufbar. Man muss nicht fürchten, dass Johnny wieder aufwacht. Man muss nicht flüchten, das ist schon wieder auf. Ich hab Game of Thrones gesehen, aber ich peile die Line nicht. Kann ja vielleicht jemand mal erzählen hier im Chat. Green ist gerade Bäume pflanzen, Cringe ein paar Boys misshandeln. Schön, Johnny, dass du aus bist auf Beef. Doch wer das gegen dich will, wie leicht auf Lampen. Sie verbrauchen kaum Energie. Jon Snow, ja, ja, ich bin davon ausgegangen. Es gibt ja nicht wirklich sonst jemand, der zu Johnny passt, oder? Also Jon ist ja das Einzige, was da gibt. Und Jon Snow wacht wieder auf, nachdem er tot war. Kenny South Park wacht nach dem Sterben immer wieder auf. Ich habe den Kenny-Vergleich gar nicht gehört. Jon Snow, der wieder aufgestanden ist, war doch Grinch, steht Dixon halt nicht wieder auf. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Okay, dann hab ich da irgendwie gedacht, da steckt mehr hinter. Onkel Green war zu nett zu euch Kleinkindern. Ich will euch nicht nur, ich zerfetze euch mit einem Schwinger. Weil meine Kraft ist wie vom Rad übersteigt. Deshalb punchst du dir meine Level Lock zu reichen. Das Battles gegen dich sind wie Leuchtstoff, sie verbrauchen kaum Energie. Auf Johnnys Sein, Battles gegen euch sind wie moderne Lampen, denn sie gehen mit Klatschen aus. Ah, okay. Siehst du, ja. Gut, hätte ich nochmal im direkten Vergleich hören müssen.
Wobei ich aber sagen muss, ich finde die Line von Johnny besser, aber jetzt kommt er trotzdem nett. Nur ist der Fettzeug mit einem Schwinger, weil meine Kraft im Lieb vom Grat übersteigt. Deshalb handst du in meiner Flamme lock für mein Strand. Wenn ich all die Abfall sehe, im Grat MC, wenn ich kratzen geh, ich drück mein Schwanz und schreien, euer Loch tut weh. Green ist nicht hier, jede Hoffnung fehlt. Ja, ich muss sagen, ich war nie ein großer Green-Fan, einfach weil es dieser extrem musikalische Film ist, ne, und ihr kennt mich. Aber ich bin ein Grinch-Fan, Digga, muss ich jetzt sagen. Finde ich echt nice, Digga. Monatelang kommt in San Diego nicht raus. SpongeBob ist kein Rapper, nur ein Facebook-Account. Der Asiate ist ganz witzige Katzen, aber mach mal nicht auf China, du gebürtiger Sachse. Digga, er teilt ja voll aus, Junge. Was ist denn da los, Bruder? Ja, geil, Digga. Nice. Da will ich jetzt nochmal rein, Alter. Da will ich nochmal rein. Wenn ich kratzen geh, ich drück mein Schwanz in der Stein, euer Loch tut weh. Rain ist nicht hier, jede Hoffnung fehlt. Monatelang kommt in San Diego nicht raus. SpongeBob ist kein Rapper, nur ein Facebook-Account. Der Asiate ist ganz bürtige Katzen, aber mach mal nicht auf China, du gebürtiger Sachse. Auch nice Lines, also nice Reimer auch, Alter. Recht stabil so, ne? Gebürtiger Sachse, würzige Katzen oder Katze. Aber nur ein Facebook-Account. Der Asiate ist ganz bürtige Katzen, aber mach mal nicht auf China, du gebürtiger Sachse. Fickt euch einfach alle und sagt der Mama, geht ein Tabak, Grinch ist kein Mensch. Ihr kriegt eine Ladung, eh den Sperma, euch peinliche Schlampen, will man nur Scheiße behandeln, was wegreime, habt ihr meine Lines nicht verstanden? Ey, unerwartet krass für mich. Ich hab echt gedacht, es wird eine Runde, die musikalisch gut ist, wo ich am Ende das Übliche sagen werde. So, dieses typische Gio-Gelaber, ihr kennt's. Ja, ist musikalisch echt nice, ist sehr rund. Textlich, ja, gibt's mir nicht so viel. Ja, ich gebe so wegen dem musikalischen Aspekt, weil das Video geil ist und es wirklich ein gut zum Viben ist, eine 4 Punkte so oder 3,5 oder so. So, da, das habe ich jetzt gedacht, aber das ist ganz anders. Ey, aber krass, Digga. Der ist so musikalisch und hat gleichzeitig so gute Lines noch am Start. Ich hab echt nicht damit gerechnet. Wie viel Fickfinger vergebt ihr, Leute? Also für mich sind das safe 5 Fickfinger. So, ich fand das ziemlich dope. Ich fand das ziemlich dope. Und jetzt, das ist aber gut, weil jetzt freue ich mich auf die zukünftigen Grinch-Runden, Alter. Ich habe echt gedacht, es wird eher so ein Ding, wo ich mich immer, was heißt durchquälen, wäre zu hart, aber was halt so an mir so ein bisschen vorbeigeht, ne, es klingt nett, man kann ein bisschen mit dem Kopf wackeln, so war mein Gefühl dazu eigentlich immer. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr nice.